Allerdings war der Zaubertrick das eigentliche Kunststück. Das mit dem Wachs und so, das war eigentlich nur so Show. Das war nicht so wichtig, aber er konnte ja auch zaubern. Aber zur Show musste er noch ein bisschen wachsen, damit die Leute nicht wissen, dass er zaubern kann. Genau, die Leute sollen es nicht wissen. Dann macht er, hier guck mal, ich nehme so eine Kerze, so ein bisschen wachsen, also, dann nimmst du den Schnabel, hier tust du ein bisschen wachsen. Drei Chinesen sagen Hallo und willkommen zu der Show von Luke Mockridge und Tina Turner. Oh, nice. Was wäre denn das Thema von deren Show? Hallo, ich bin Luke Mockridge. Was ist denn der Überschneidungspunkt zwischen Tina, also sagen wir mal, singen, Musik? Ja, er singt ganz gerne, oder? Er ist ein Hobby, das wäre, oder? Und dann machen sie eine Kochsendung, wo gesungen wird und gelacht. Kann Luke Mockridge so, kochen? Kann Luke Mockridge irgendwas? Hey, jetzt nicht. Dis. Luke Mockridge hat einen ganz coolen YouTube-Kanal mal gehabt, bevor er bekannt wurde. Dann hat er angefangen ist immer zu so Stefan Raab und so gegangen und dann war es nicht mehr so spannend. Also dann ist er halt auch nicht mehr zu dem YouTube-Kanal gegangen. Aber wer auch Comedy macht, ist, man ficke sich in der Nordsee. Hey, kann man das Comedy nennen? Hey, man kann es Bullshit nennen. Wir haben heute eine ganz tolle Sache. Erstmal die Black Stories, die hier irgendwo liegen. Da, rechts von und links dann von dir. Wir haben die geile Idee, uns einen Film gegenseitig zu erklären. Zum Beispiel, sagen wir mal Herr der Ringe. Ja, weil ich habe Herr der Ringe nur einmal geguckt, als ich 13 war. Und Mariam weiß kaum noch etwas. Sie weiß, vom Titel kann sie sich ableiten, dass es um einen Herren geht und, und vielleicht und um Ringe. Um eine Ehe. Genau. Und dann versucht sie so ein bisschen den Film zu erklären. Genau. Und ich kenne den Film allerdings und versuche sie so ein bisschen da rauszukitzeln in die, mit Fragen in die richtige Ecke also zu ein paar drängen. Sachen weiß ich ja auch. Es ist jetzt nicht, das ist komplett random. Das können wir aber auch mal machen. Wir können uns auch mal einen Filmtitel raussuchen, den wir beide nicht kennen und dann darüber. Wenn ihr das hören wollt, dass wir irgendeinen Scheiß uns ausdenken. So wie bei allen anderen Sachen, die wir machen. Okay, wie heißt dieses lustige Game? Das witzige Film. Erklär the Movie. Okay, und dann wie immer eine Einwort-Story. Aber als erstes kommt eine Black Story Time. Yay! Okay, Black Story Nummer Uno heißt ungleiche Behandlung. Ein Mann lieferte Gemüse, ein anderer Fleisch. Kurze Zeit später war einer von ihnen tot. Oh, weia. Wohin wurde das geliefert, ist mal die erste Frage. Vielleicht an einen Vegetarier, offensichtlich. An einen, ja. Sie haben beide an einen Vegetarier. Ja, der eine lieferte Gemüse, der andere Fleisch. Der Vegetarier hat gesagt, wie kannst du nur? Und hat den Mann umgebracht, der Fleisch gebracht hat. Liegt auf der Hand. Liegt total auf der Hand, oder? Aber warum wird er zum Mörder? Man entschließt sich nicht einfach so schnell, jemanden umzubringen, oder? Ist er ja schon längst ein Mörder. Er ist ein Serienkiller. Er ist einfach jemand, der immer Leute umbringt, die ihn ein bisschen falsch kommen. Und dann bestellt er aber auch noch ganz perfide immer Fleisch nach. Oh, wie fies. Weil er irgendwie macht das extra. Ja, der kommt damit offensichtlich irgendwie durch. Ist wahrscheinlich in Amerika, wie alle Black Stories. Und dann kommt er aber damit durch, weil es wahrscheinlich Notwehr ist. Also er ist Vegetarier und die Fleischlieferanten wollten ihn quasi, sie haben ihn bedrängt in seiner Privatsphäre. Ja, sie haben seine Lebensqualität eingeschränkt. Ja, und vor Gericht kommt er locker in Amerika als Notwehr damit durch. Zumindest einmal. Da er Serienmörder ist. Naja, also zumindest bis ein Mensch ihn dann anklagt und sagt, nee, oder nicht ihn anklagt, sondern die schreiben dann immer auf ihr Fleisch drauf, ist nicht dazu gedacht, ihre Seele anzugreifen oder so. Und damit haben sie sich dann legal abgesichert. Aber der Mann hat das nicht gemacht mit seinem Fleisch. Und dann konnte er legal umgebracht werden. Nämlich. Er züchtet das Fleisch selber. Ja, er züchtet Steak. Er züchtet am Steakbaum. So einen will ich auch haben. Ich esse ja nicht mal Fleisch, aber ich würde einfach... Du würdest einfach nur gerne einen Steakbaum haben, wieder so ein Steak runterpflückst. So ein kleiner Buchsbaum mit so erstmal so einem ganz klitzekleinen Steak, wahrscheinlich nur so ein kleiner Knochen und dann wächst da so innerhalb von einem Monat oder sowas langsam so ein kleiner Fleischball drum und dann irgendwann hängt da so ein saftiges Rumpsteak dran. Ja, mit schon Soße und so. Der Harz, mit Soße, das Harz genau. Vom Baum ist die Soße. Ja, Barbecue-Soße. Ah, ob sowas in der Zukunft gibt? Ja. Ich denke schon. Werden wir irgendwann gentechnisch soweit sein? Ich glaube schon. Okay, ich lese mal die richtige Lösung vor, ja? Bei den Männern handelt es sich um die Brüder Kain und Abel, Söhne Adams und Evas aus der biblischen Schöpfungsgeschichte. Eindeutig eine True Story.
Als Gott Abels Opfergaben, in Klammern Schafe, wohlwollender zur Kenntnis nahm als die Kains, in Klammern Früchte des Ackers, wurde dieser eifersüchtig auf seinen Bruder. Er lockte Abel hinaus aufs Feld und tötete ihn. Zur Strafe versah ihn Gott mit einem Zeichen, dem sogenannten Kainsmal, das ihn zwar vor den Vergeltungsabsichten der Gemeinschaft schützte, ihn aber lebenslang als Mörder brandmarkte. Welche Gesellschaft denn? Adam und Eva waren doch die ersten Leute. Ja, aber die haben nur Affen, oder was? Kain und Abel waren ja nur zwei Nachfahren von 100. Und das war die Gesellschaft. Söhne, nicht Nachfahren. Söhne heißt doch, dass sie direkt von Eva geboren worden sind. Ja, wie viele Kinder hat denn Eva gekriegt, dass 100. Die eine ganze Gesellschaft gemacht haben? 100. 100 Kinder. Das waren zwei, die sind halt berühmt geworden durch diesen Vorfall. Sie hat immer nur Drillinge gekriegt oder Fünflinge oder so. Und alle 9 Monate 5 neue rausgehauen. Zum einen merkt man, dass das sind wirklich die Real Edition, merkt man daran, dass jetzt Storys über Adam und Eva... Ja. Hätte man wissen müssen, dass Kain und Abel die Söhne von Eva und Adam sind? Wusstest du das? Ich würde sagen, wenn du konfirmiert bist, solltest du das wissen. Wusstest du es? Ich bin nicht konfirmiert. Ich wusste es nicht. Ich kenne Kain und Abel nur aus dem Beginner-Song. Ich hab das schon öfter gehört, aber ich wusste nie, woher das kommt. Cool, wieder was gelernt. Ja. Hier erfahrt ihr noch was über Religion. Genau. Das ist eigentlich der tiefere Sinn dieses Podcasts. Ja, genau. Religiöse Ansichten. Und für die Leute, die auch was über Hip-Hop lernen wollen, in der Beginnerstrophe heißt es, du hast so viel Stil wie ein Cornetto-Eis, so viel Ahnung oder so von guter Musik, wie Abels Bruder heißt, nämlich Kain. Ich weiß nicht, ob Ahnung ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber ungefähr nice. So ist die Zeile. Ein meiner Lieblingslieder von Beginnern. Wer herausfindet, wie das Lied heißt, kriegt ein Eis von mir. Du weißt nicht mehr, wie es heißt? Doch, aber das ist jetzt unser Ratespiel. Okay. Oh, nice. Ja, Hashtag man ficke sich in der Nordsee. Hashtag Ratespiel. Wenn ihr das wisst, kriegt ihr ein Eis von Mariam. Was für ein Eis? Ein Flutschfinger? Eine Kugel. Eine Kugel. Darf man sich aussuchen? Man darf sich aussuchen, aber sie muss unter 1 Euro kosten. Also eigentlich nur Sahne. Also von Penny. Eine Portion Sahne. In Tiefkühlschrank rein. Ja, genau. Einmal so eine Handvoll Sahne sprühen. Ich habe sogar noch Sprühsahne von meinem Geburtstag, weil ich mag keine Sahne und deswegen ist seitdem Sprühsahne in meinem Kühlschrank. Kannst ja ein bisschen Zitronen drüber tröpfeln. Hast du Zitroneneis? Black Story 2. Die Black Story 2. Entlarvende Freizeitgestaltung. Sein Hobby wurde dem Mörder zum Verhängnis. Ich würde mal sagen, sein Hobby... Larvenzucht. Ganz klar. Der Titel der Story hat es ja schon verraten. Entlarvende Freizeitgestaltung. Ja, hat es echt verraten. Er züchtet Larven. Und sein größtes Hobby ist, diese Larven in Berufe reinzubringen. Und er hat ein paar Larven als Praktikanten bei der Polizei dann eingeschleust. Und die wurden undercover eingesetzt. Und die haben sich dann gewechselt und sind dann auf die Seiten der Polizei gegangen. Ja. Und haben dann gesagt, hier, wir wohnen in dem Keller von dem Mann und er bringt jeden Freitagabend um 22 Uhr bringt er einen Menschen dort um. Wie groß sind die Larven? Können die sprechen? Die können Sprache oder ist das so eine Mensch-Larve? Zwischensprache vielleicht. Also ich schätze mal, sie sind so halb so groß wie so ein Mensch. Also, denk ich mal. Ach so, ich habe gedacht, sie wären so groß wie so eine Fingerspitze. Ja, vielleicht. Biu, biu, biu. Ja, okay. So Nanotechnologie. Eine Larve halt. Eine Larve halt. Also eine Larve so halb so groß wie ein Mensch ist ein bisschen eklig. Ja, gut, aber... Wir können auch einen Kompromiss nehmen und wir sagen, eine Larve so groß wie ein Finger. Das ist der Kompromiss zwischen halb so groß wie ein Mensch und die Fingerspitze. Ja, es hat immer noch das Wort Finger in sich. Okay. Und es ist ein Teil vom Menschen. So macht Mariam Kompromisse. Sie zwingt mich, diesen Podcast zu machen, hilft mir hier raus. Sie guckt mich gerade an. Wir können auch sagen, meinetwegen, nein. Vielleicht die Hälfte von dem Unterarm. Wir sagen eine Hand. Eine handgroße Larve. Eine handgroße Larve, okay, eine Hand. Eine Hand vom Ansatz bis zum... Wie kommunizieren die mit Menschen? Über durch Sprache. Nein, ich glaube, die können sprechen. Die haben wirklich sprechen gelernt. Die haben bei ihm sprechen, er züchtet die ja. Ah, er züchtet die und er hat ihnen das beigebracht. Genau. Oh. Und das wurde ihm zum Verhängnis, das war sein Hobby. Und dann wurde ihm das zum Verhängnis, weil die haben dann der Polizei davon erzählt, voll dass sweet, er... Aber eigentlich voll cool, dass er sprechende Larven züchtet. Ja, ich weiß nicht, wieso er auch immer Leute umbringt. Er hat halt zwei Hobbys, er konnte sich nicht für eine Leidenschaft entscheiden. Larvenzucht und umbringen. Dem einen das Leben schenken, was man dem anderen nimmt. Genau, für jede Larve muss er einen Menschen umbringen. Und weil Larven immer schnell aufwachsen und wieder neue Larven kriegen, muss er halt immer viele Leute umbringen. Und er hat sich dann so eine wöchentlichen Wäre die Welt eine bessere Welt?
Welt würde sie nur aus Larven bestehen und weniger aus Menschen. Oh Gott, das kann sein. Wahrscheinlich wissen wir es nicht. Wahrscheinlich wäre sie besser und auch ein bisschen uninteressanter. Es gäbe keinen Mann ficke sich in der Nordsee. Es sei denn, die Larven können sprechen und bauen sich Mikrofonständer auf. Vielleicht sind wir Larven. Okay, das ist, glaube ich, wieder eine Real Story. Genauso wie Kain und Abel. Ja. Im Januar 1981 entdeckte man die Leiche eines in Halle-Neustadt entführten 7-jährigen Jungen. Oh. Sie wurde nahe der Bahnhaltestelle Halle-Leipzig gefunden und steckte in einem alten, mit Zeitungen ausgestopften Reisekoffer. Einige der Zeitungen enthielten ausgefüllte Kreuzworträtsel, die einzige Spur auf den Täter. Es folgte die umfassende Auswertung von Handschriften, die es weltweit im Zuge kriminalistischer Ermittlungen je gegeben hatte. Insgesamt wurden unter verschiedenen Vorwänden 551.198 Schriftproben von Bewohnern der Region eingeholt und mit denen aus dem Koffer verglichen. Der immense Aufwand hatte Erfolg. Nach 10 Monaten konnte der Kreuzworträtselmörder ermittelt und festgenommen werden. Also löst keine Kreuzworträtsel, wenn ihr vorhabt, jemanden umzubringen. Und den in Zeitung einzuwickeln. Warum hat er den in Zeitung eingewickelt? Ja, ein bisschen Hygiene muss schon sein. Also wenn ich jemanden aber umbringe... Aber Zeitung ausgestopften Reisekoffer. Er hätte ihn doch auch einfach so in den Reisekoffer stecken können. Dann suppt das Ganze... Das ist doch ekelhaft. Dann suppt das da raus. Das, die Zeitung saugt Fische das doch... Fische wickelt man ja auch in Zeitungspapier ein. Die Zeitung saugen sich voll. So. Also ich würde das auch so machen, wenn ich jemanden umbringen würde. Echt? Ich würde es überhaupt nicht in irgendeinen Koffer reintun. Ich würde, wenn ich jemanden umbringen würde, dann... Ja. Warum lachst du? Ist das etwas, worüber du noch nie nachgedacht hast? Doch, täglich. Ich gehe täglich. Okay. Jedes Mal, wenn ich seid im Bus ganz sitze. Ehrlich, wer von euch hat schon mal drüber nachgedacht und wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr jemanden umbringen würdet? Also, wenn ich jemanden umbringen würde, würde ich die Leiche danach auf einem Friedhof vergraben. Oh la la. Weil es ist ganz normal, dass da Leichen liegen. Keiner würde die irgendwann ausgraben und sagen, oh Gott, wieso liegt hier eine Leiche? Mariam hat sich wirklich schon Gedanken gemacht. Das habe ich irgendwo mal gelesen, aber ich fand das sehr schlüssig. Aha, aha, und das ist, seitdem ist das mein Plan. Wenn ich irgendwann mal jemanden umbringe. Oh, 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 oh. Also wenn ihr mal eine Leiche auf dem Friedhof entdeckt, wisst ihr, ich war's. Oha, oha, krasse Action. Black Story Nummer 3. Die nächste Black Story heißt Over and Out. Ein frisch gebackener Witwer bestieg mit seinem Sohn einen Dampfer. Noch bevor das Schiff am Ziel anlegte, änderte sein Sohn sein Geschlecht und der Witwer wurde verhaftet und gehängt. Was? Was? What? Also der Sohn ist bestimmt kein Mensch. Ich glaube nicht. Es ist überhaupt kein Mensch hier vorhanden. Das waren beides Larven. Das waren beides Larven. Aus dem Genpool eines verrückten Serienmörders. Genau. Ein frisch gebackener Witwer. Ich glaube, das ist bestimmt ein Gebäck. Ja, aber das ist wahrscheinlich die richtige Lösung. So ein Lebkuchenmann. Ja, und das Lebkuchenkind war erst ein Sohn und dann hat jemand irgendwie ein Kleid drauf gemalt oder so. Und dann wurde es zu einer Aber was, einer ist der, Frau. Was ist der Dampfer? Und der Dampfer ist bestimmt irgendwie der Ofen oder so. Ja, hätte ich jetzt auch, aber was kann denn noch? Nee, da steht noch bevor das Schiff am Ziel langt. Das muss schon ein Schiff sein. Okay, also ein Schiff. Sie sind über Catering, kommen zwei, ein Lebkuchenvater und ein Lebkuchensohn, kommen übers Catering auf so ein Schiff und dann sind sie da. Und noch bevor es am Ziel anlegte, änderte der Sohn sein Geschlecht. Wahrscheinlich hatte der so einen Pimmel und der wurde abgebissen. Abgebissen. Der wurde als erstes gegessen. Von einer... Chef. Vom Chefkoch, der hat gedacht, das kann nicht sein, das ist voll viel zu obszön. Obszön, dass hier so ein Pimmel am... Und dann hat er von den 100 Söhnen, die Bäckereifirma Pimmel, Lebkuchenmann und Co. Er hat sich auch nicht gewundert, dass der Name so ist. Nee, überhaupt nicht, er dachte sich, okay, Lebkuchen halt. Ja. Und dann hat er alle 100 Pimmel abgebissen und die dann aufs Buffet gelegt. Also ohne die Pimmel. Die Pimmel hat ja, er richtig. Gegessen. Damit die Gäste nicht gestört werden auf ihrer Reise. Genau. Und dann hat er, und der Witwer wurde verhaftet und gehängt. Okay. Ja, der Lebkuchenmann wurde Der Koch hat das so geschickt gedreht. Das ist aussah, als hätte der Lebkuchenmann ja. den Pimmel abgebissen. Alle anderen. Aber wie hat er das so gedreht? Beiß also, bitte nicht den Pimmel deines Sohnes ab, auch wenn du ein Lebkuchenmann bist. Moment, wie fliegt das auf? Also die Gäste kommen auf das Schiff rauf, da ist so ein Buffet. So. Hm. Und irgendeiner älteren Dame fällt dann auf einmal auf, Moment mal, ich habe die früher anders gebacken. Und das sieht so aus, als wäre da was abgerissen. So, die hat sich gewundert, da stimmt was nicht. Und dann hat sie gesagt, das
Das war mal ein Junge. Ja, genau. Und das ist auf, dann hat sie sich auf die Suche begeben. So, wer war das? Wer tut einem Lebkuchen so etwas Furchtbares an? Und dann hat sie gesehen, dass der eine Lebkuchenvater so ein verschmitztes Gesicht gemacht hat. Und hat einen dicken runden Bauch. Da hat aber in Wirklichkeit einfach nur Pimmel Corporation ein bisschen zu dick aufgetragen beim Bauch. Also eigentlich hatte der gar nicht die ganzen Pimmel gegessen. Weil natürlich. Das ist ja auch ein Lebkuchenmann. Nee, der Koch hat das ja gemacht. Der Koch hat ihn so aufgebläht. Ja, aber die Frau hat halt gedacht. Ja, klar. Aber sie ist halt nicht drauf gekommen, dass ein Lebkuchenmann gar nicht essen kann. Sie war in so einem Schockmodus. Der so lebt ja so auch nicht. Ja, und dann hat sie gesagt, so, der war das. Und dann haben sie ja auf Sie hat das laut geschrien und alle dachten so, was? International Waters, die sind ja nicht auf Land, die sind also nicht von irgendeinem Gesetz oder so abhängig. Und haben sie direkt gesagt, hängt ihn! Die ganze Masse mit ihren Mistgabeln und mit ihren Galgen aufgebaut, selbst gebaut. So, sie haben die Rettungsschiffe zerhackt. Genau, sie sind in internationalem Gewässer, weil das passiert ja alles, bevor das Schiff überhaupt startet. Nee, bevor es andeckt. Sie sind auf dem Wasser, ja. Ah, okay. Ja, und dann haben sie die ganzen Rettungsboote zerhackt, haben daraus einen Galgen gebaut. Geil. Und haben den kleinen Lebkuchenmann da drin aufgehangen. Und dann waren alle glücklich. Und vor allem der Koch. Ja, der Koch hat gemerkt, so krass, gewiefter ich bin gerade noch davon gekommen. Gewiefter Typ auf jeden Fall. Also ich finde, unsere Lösungen sind immer mega gut. Ich glaube auch, die ist jetzt wirklich richtig. Das sind auf jeden Fall keine Menschen. Im Jahre 1910 vergiftete der britische Arzt Dr. Holly Harvey. Was ist das denn für ein Name? Holly Harvey. Also Dr. Das Holly ist doch der Harvey Bösewicht aus Crippen. Batman. Echt? Der eine Bösewicht, den es gibt bei Holly Batman? Holly Harvey. Du kennst Batman auch nicht? Ich kenne diesen einen Bösewicht bei Batman, der heißt Holly Harvey. Es gibt keinen anderen. Es ist nicht der Bösewicht, es ist Harvey Dent. Meinst du Harley Quinn? Nein, Harvey Dent. Kennst du nicht Harvey Dent? Cool, du kennst Batman auch nicht. Du solltest vielleicht Batman erklären. Okay, was ist die Lösung? Dr. Holly Harvey Crippen, seine Ehefrau, also er vergiftete sie 1910, sezierte ihren Körper sachkundig und vernichtete die Leichenteile mit ungelöschtem Kalk. Der Polizei erklärte er, seine Gattin sei mit einem Liebhaber nach Amerika durchgebrannt, was die Beamten jedoch nicht überzeugte. Crippen versuchte daraufhin, sich gemeinsam mit seiner Geliebten an Bord eines Passagierdampfers nach Kanada abzusetzen, wobei sich die junge Frau als Mann verkleidete und als seinen Sohn ausgab. Was? Wie crazy ist das denn? Der hatte eine Geliebte und dann hat sie sich als seinen Sohn ausgegeben. Der Kapitän erkannte die Flüchtigen und verständigte per Funk Scotland Yard. Während er die Behörden über die Aktivitäten Crippens auf dem Laufenden hielt, überholte ein schnelleres Schiff den Dampfer und Crippen wurde verhaftet, bevor er in Quebec an Land gehen konnte. Er war der erste Verbrecher, der mithilfe der neuen Funktechnik gefasst wurde. Auch wieder Real Story. Die Technik. Ich finde es echt ein bisschen verwerflich, dass Cain und Abel in dieser Edition der Real Stories drin ist. Es ist so ein bisschen... Das ist echt ein bisschen strange. Wir müssen mal gucken, aus welchem Land diese Black Stories kommen. Ich schätze Amerika. Die meisten Stories sind ja immer Amerika. Aber vorhin war ja auch eine kleine Junge wurde in Leipzig oder so gefunden. Aber in Amerika ist es halt auch real passiert mit Cain und Abel. Nur in Amerika. Der Garten Eden war auch in Amerika. Das war alles war. Gott ist in Amerika. Ja. Kann man schon so sagen. Gott wohnt auch in Amerika. Ja. Jetzt haben wir ein tolles neues Segment. Hey ja. Filmerklärung, Movieerklärung. Movie Explain, Max Plane Hour. Max Plane? Max Movie Explain. Movie Explain. Move Explain. Film erklären. Verklären. Verklären. Hey, willkommen beim großen Mann ficke sich in der Nordsee. Verklären. Verklären. Ist das nicht alles, was wir sagen? Ein völliges Verklären der Gesellschaft. Hier kommt ihr verklärt raus, wenn ihr hier zuhört. Okay, soll ich anfangen, einen Film zu beschreiben? Nein. Du willst anfangen, einen Film zu beschreiben? Ich beschreibe, was kenne ich nicht? Ich kenne nicht... Findet Nemo, hast du vorhin gesagt. Oder Harry Potter. Okay. Harry Potter ist die größere Hausnummer. Okay, ich erkläre euch Harry Potter. Potter. Okay. Ich sage bereits, ich habe, glaube ich mal, den ersten Film oder so halb gesehen. Okay, also wir werden sozusagen alle Filme so zusammenfassen. Du erzählst mir einfach was du über Harry Potter. Einfach nur die Sachen, die du weißt. Ich lege die Grundstory dar. Ach so, über den Charakter und so. Was hat der? Ja, der Charakter. Das ist meine erste Baustelle. Okay. Der Charakter, also gut, der Blitz auf der, das weiß ich zumindest. Er hat einen Blitz auf dem linken Oberarm, auf der Stirn. Darf ich mal ganz kurz da einhaken? Vorgestern kam mir der Gedanke, dass Harry Potter, wenn Harry Potter in der normalen Welt unterwegs ist, nicht unter den Zauberern, die kennen ihn ja alle, aber wenn er unter den normalen Leuten unterwegs ist, muss er eigentlich voll wie so ein crazy Typ aussehen. Wie würdest du denn jemanden, der erste Eindruck, der jemand auf dich macht,
der so eine heftige Narbe in Form eines Blitzes auf der Stirn hat. So. Du würdest halt denken, der war in irgendeinem Messerkampf oder so verwickelt. Außer die Narbe ist richtig cool und sieht so richtig wie so ein Tattoo fast. Trotzdem, wer tätowiert sich einen Blitz auf die Stirn? Das ist einfach, so oder so ist das irgend so ein Assi-Gangster. Würde ich, wäre halt mein vorurteilsbehafteter erster Blick auf Harry Potter wäre, okay. Und dann verzaubert er dich aber als nächstes. Okay, und egal, erzähl weiter. Das war mein kleiner Einwurf. Also er hat einen Blitz auf der Stirn, soweit. Korrekt. Und es ist ja, Harry Potter ist ja folgendermaßen so. Der ist ja zuerst gar nicht in Hogwarts. Ja. Das kenne ich ja. Der ist ja vorher irgendwo zu Hause. Ja. Und dann kommt er auf diese Schule. Bei wem wohnt er denn? Nicht bei seinen Eltern. Richtig. Über seine Eltern ist allgemein hin sehr wenig bekannt. Das ist ja die große Frage, ob die Mutter die Zauberin war oder der Vater. Ja, woher kommen seine Zaubergene? Das rätseln ja alle. Das ist die richtig große Frage. Das ist ja, das wird ja erst am Ende vom neunten Teil dann geklärt. Der noch kommt. Der kommt übermorgen raus. Ja. Freuen sich die Leute. So, das ist ja das ist das große Geheimnis so um die Eltern. Und er wohnt bei seiner Großmutter, ganz klassisch. Mhm. So, die zieht ihn groß und dann kommt er nach Hogwarts. So wie Spider-Man. Ja, genau, so wie Spider-Man. Und dann kommt er, irgendwann denkt er sich, hey, ich hab Bock irgendwie was anderes zu machen. Dann schreibt er diese Bewerbung und dann wird er genommen. Ja, und dann fährt er natürlich dahin. Und dann ist so, dann gibt's zwei Lager. So. Ja, zwei? Ja, yeah, nur okay, zwei. Nur zwei Lager. Es gibt okay. zwei Welche, Lager. Wie heißen die? Team Rot und Team Blau. Blau dann er okay. ist im, die heißen, die Slithermeister. Slytherin. Ja, sehr gut. Das sind die, welche Farbe haben die? Boah, lila, glaube ich. Okay. Und Slytherin sind die Guten. Okay, wo ist er? Er ist in Team Magic. Find's so cool, dass du die Team nennst. Team Slytherin und Team Magic. Okay, welche Farbe hat Team Magic? Magic ist blau, das kennt man. Er ist in Team Magic sind so überraschenderweise die Bösen. Ah, Harry Potter ist ein Böser. Nein, er ist in Team Slytherin, natürlich. Ah, so er ist in Slytherin. Sondern lernt ein paar Freunde kennen. So, die klassische Story. Wie heißen die? Eine Frau, ein Typen. Ich weiß sogar, dass Hermine ja. ist die weibliche Person. Sehr gut. Und Ron Howard. Nein, L. Ron Hubbard. Ron ist der Mann. Die haben beide keinen Nachnamen. Ja. So, und die Story ist dann letzten Endes, es ist so, also das Team Slytherin, das gute Team, deckt halt irgend mysteriöse Sachen auf. Mhm. Ich weiß den Titel, war der Titel des ersten Buches Stein der Weisen? Ja. Geil. Sehr gut. Das ist der einzige Titel, den ich weiß. Okay. Stein der Weisen. Das ist dann so, das Team Magic hat halt einen Stein. Okay. So ein mysterisches Ding. Mysterious, niemand weiß so genau, was ist damit los und so. Ja. Aber es gibt die ganze Zeit diese dunkle Magie in dem Schloss. Und die Aha. Team Slytherin will dann rausfinden, woher kommt das alles? Und dann kriegen sie es so langsam spitz. Sie lesen in so alten Büchern rum und von ihrem Professor Fresh Dumbledore. Fresh Dumbledore, nee, also Cold Mirror hast du geguckt, aber die echten Filme hast du nicht geguckt. Was weiß ich. Wir verlinken Cold Mirror unten in dem Video. Das ist also der Professor hier, gut. Fresh Dumbledore, der gibt denen auch so ein paar Tipps, immer so durch die Bank. Und dann blättern sie so ein bisschen in dem Buch rum und dann sehen sie, es gibt diesen mysteriösen Stein. Mhm. So, und der ist irgendwo versteckt in der Grabkammer unter dem Schloss. So. Und dann ist eine Riesensuche und sie machen sich da auf und begeben sich in Gefahr und dann gibt's so... Das ganze Team Slytherin oder nur die drei? Die drei. Okay. Die drei machen das. Das Team weiß davon gar nicht so viel. Die spielen nur ab und zu dieses Spiel. Die fangen da... Wie heißt das? Die fangen diesen Schnatz. Ja. Und das Spiel heißt natürlich Air Schnatzball 3000. Klar. Das kennt man. Ja, Air Schnatzball 3000. Ja, klar. Der fliegt da so, der ist golden. Ja. Übrigens. Gut. Und ja, ist in der Luft, das Spiel. Ja, hört sich auch eher. Der Erschnatz. Und ja, dann letzten Endes finden sie diese mystische Kammer. So. Wie heißt die Kammer? Die Kammer des Grabsteins von... Klar. Von dem Schloss. Mhm. Wie hieß das Schloss noch? Hogwarts. Hogwarts, genau. Ja, sie finden diese Kammer, diese uralte Kammer, öffnen die Tür so ganz mystisch, Staub fällt ab und dann sehen sie diesen Stein, sie bringen ihn in ihr Besitz so und versuchen ihn dann mit ihren Zaubersprüchen, die sie ja mittlerweile gelernt haben, ein bisschen diese dunkle Magie von ihm wegzukriegen. Und Happy End, natürlich schaffen sie es auch. Spoiler Alert, sie schaffen es irgendwann mal. Und dann kommt der Stein zurück in das Team der Guten und so und wird dann ganz verharmlost in so eine Vitrine an die Wand gehängt neben die anderen Trophäen.
neben den Nimbus 3000 Besen, der da auch legendär an der Wand hängt, und das Bild von Fresh Dumbledore und die Halle Hall of Fame von den ganzen großen Leuten, die da an dieser Schule waren. Man kennt sie. Das war jetzt so der erste Film oder das erste Buch. Du hast die erste Story sozusagen jetzt sehr, sehr gut erklärt. Ja. Gibt es so einen allgemeinen Bösewicht, der in Harry Potter vorkommt? So? Es gibt, klar, es gibt immer einen. Das war ja, das war jetzt der? Chapter One so. Ja, so allgemein jetzt, ohne auf die einzelnen Geschichten einzugehen. Der heißt Dark, es gibt so einen Snape. Okay, also aber Snape ist der Bösewicht? Dark Snape. Dark Snape. Dark Snape. Der läuft immer so wie so ein Goth-Typ rum, so schwarz. Ja, das stimmt. Und so. Und wie ist seine Verbindung, wie ist die Verbindung von Dark Snape zu Harry Potter? Wie kennen die sich oder was war zwischen denen vorgefallen? Zwischen denen ist, also der war mal der Professor von Harry Potter. Aha. Auch. Der macht ja Vorlesungen. Der macht ja ganz normale Vorlesungen. Niemand weiß, dass es der Böse ist. Okay. Der hält so Vorlesungen und so, war dann auch mal der Professor von Harry Potter. Und dann hat er aber direkt, Dark Snape hat dann direkt so gespürt, dass Harry Potter irgendwie, hat er so eine krasse Magie in sich. Warum denn? Wo kommt denn die krasse Magie her? Von, also Mutter oder Vater? Ach so, man das weiß ist ja die große Geschichte, man woher weiß es kommt noch es nicht. Ja, genau. Und das Snape weiß das ja auch. Ja, so, ja. Und Snape versucht dann rauszufinden, okay, von wem stammst du ab eigentlich? Ja. Das ist so Snapes Masterplan, ich muss rausfinden, deine Geschichte, deine Eltern. Okay. Was ihm dann in Teil 7, glaube ich, gelingt. Ah, okay. Wo sie dann irgendwie die Leute finden. Mhm. Und ja, aber Snape merkt das so. Harry Potter in der Vorlesung, Snape spürt irgendwie, boah, da ist einer, der hat krasse Magie in sich, auf den muss ich irgendwie aufpassen, so. Ja. Und irgendwann, auch über diese Chamber of Death, wo der Stein der Weisen drin ist, klar, merkt Harry Potter dann auch, da stehen so Kritzel an der Wand und irgendwie mystische Runen liegen da rum. Ja. Und irgendwo ist auch so ein Name, so Snapeus oder Snapeus Maximus. Snapeus Maximus. Und irgendwie macht es dann so langsam Klick, dass das irgendwie vielleicht mit diesem Snape zu tun hat. Vielleicht ein Nachfahre oder so. Entlarvt irgendwie er ihn. So ganz langsam kommen sie auf die Schliche, dieser Snape, irgendwie, irgendwas ist da. Okay. Und das ist dann letzten Endes die Geschichte der nächsten 7 Teile. Sie müssen herausfinden, wer ist wirklich der Böse? Wer okay. ist, was ist das eigentliche Problem? Zwischendrin kommen dann immer so Nebenhandlungen, irgendwie hier mal einen Drachen besiegen, da mal irgendwie ein goldenes Ei retten oder so, hier mal ein Waisenhaus gründen. So, das ist dann immer so Teil 2, 3, 4. Aber die Overall Story. Harry Potter und die Gründung des Waisenhauses, das ist Teil 4. So Sachen halt so, aber das sind immer so einzelne Filme, aber overall, so von 1 bis 8 ist wirklich dieses, wer ist der eigentliche Böse? Okay, das ist so die Hauptprämisse, wer ist eigentlich? Okay, genau. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ja, frag, du musst mich fragen. Wie kommen die Schüler nach Hogwarts hin? Also ja, mit dem magischen Zug. Ah, wie heißt der Zug? Hokus Pokus Express. Ey, echt gut, Hogwarts Express. Okay, wie sind die Eltern gestorben von Harry Potter? Man denkt ja, sie sind gar nicht gestorben. Ach, die sind gar nicht gestorben. Na, das ist ja was alles, das ist ja das Ach, das große kommt am Gerücht. Ende raus? Das ist ja das große Gerücht und das große Mysterium. Alle denken, sie sind tot, aber in Wirklichkeit merkt dann Snape, dass sie in so einer Art Magie weiterleben. Sie sind quasi so reine Zauberkraft letzten Endes. Okay. Wird Harry Potter mit denen vereint am Ende? Nee, er lebt ja noch, aber er spürt am Ende diese Magie. Achso, also man muss schon sterben, um in diese Magie, also sie sind eigentlich schon gestorben. Ja, sie können nicht zurück in eine Körperform. Wie sind sie denn in diese Form gekommen, dass sie nicht mehr richtig leben? Wie ist das passiert? Also die waren ja beide auch Professoren mal, sogar an Klar. Hogwarts. Ja. Sogar lange bevor das alles war noch. Ja. Bevor Fresh Dumbledore, bevor Snape, bevor Harry Potter, waren die an Hogwarts, auch Professoren. Okay. Und haben da Experimente gemacht, Klar. was man so macht. Sie wollen neue Zauberformeln rausfinden. Ja. Dann gab es einen tragischen Unfall. Oh. Eine riesige Zauberexplosion. Okay. Eine Zauberexplosion verhält sich überraschenderweise genau umgekehrt wie eine normale Explosion. Eine Implosion quasi. Nee, eine Zauberexplosion. Okay. Es ist schon eine Explosion, aber magisch. Okay. Und dann war auf einmal, hat sich alles zusammengezogen, mit ihnen auch. Sie wurden in diese Explosion reingezogen. Oh. Und dann, ja, danach war alles nur noch reine Energie. Okay. Und die Schule war komplett leer. Es war niemand mehr. Kein einziges Leben. Oh. Wirklich alles. Dann ist alles verstaubt jahrhundertelang. Gott. Und dann fängt es langsam wieder an. Dann wird diese Schule wieder aufgebaut. Ja. Dann kommen neue Leute rein. Wow. Das ist eine ziemlich krasse Story mit seinen Eltern. Das ist echt eine krasse Story. Wie hat Harry Potter seine Narbe bekommen? Das war ein Skiunfall. Ziemlich unspektakulär. Kein Helm getragen. Okay. Auf den Stein geknallt. Fertig. Okay. Ja, das waren alle meine Fragen. ziemlich gut erklärt. Verrätst du mir ein bisschen was, wo ich richtig war? Ja, nur so 2, 3 Sätze. Also ich kann dir sagen, es war langweilig für die Leute, die das kennen. Skiunfall. hast du eine richtige Idee, wo die Narbe hergekommen sein könnte?
Zauberformel. Okay. Also Snape gibt's wirklich. Ja, das ist aber nicht der Bösewicht, sondern das ist einfach nur ein Arsch. Jetzt werde ich ein bisschen Hate kriegen von den zwei Leuten, die diesen Podcast hören und die Harry Potter mögen. Aber viele Leute lieben Snape. Ich mag Snape überhaupt nicht. Der verhält sich halt einfach wie ein Arsch. Und das ist einfach. Der ist immer so ein Mobber, so. Der disst Harry Potter eigentlich ganz. Yes. Und der richtige Bösewicht heißt Voldemort, Lord Voldemort. Ah, habe ich doch schon mal gehört. Na, hast du aber nicht gesagt. Ist der auch Professor? Nee. Oh. Der war aber als Schüler an Hogwarts und war auch so ein Musterschüler sozusagen, aber war immer schon total Dark Magic und so und auch immer schon. Ulala. Okay, dann will ich jetzt einen erklären. Weißt du, du hast die Wahl zwischen Herr der Ringe und Matrix. Okay, dann erstmal Herr der Ringe. Erstmal Herr der Ringe. Okay, also, es gibt Hobbits, die sind klein und haben große Füße, die ganz haarig sind. Hui. Und, eigentlich meinst du Araber, um in Klischees zu bleiben. Das hast du gesagt. Ja, verklagt mich. Ja, Luke Moni. Verklagt bitte Luke Mockridge. auf rassistische Aussagen. Es gibt einen, der heißt Bilbo Baggins oder Bilbo Beutling. Welches? Also eins ist Deutsch, eins ist Englisch. Ja. Also, und Bilbo ist der Opa oder so? Der Onkel oder ja, so? Ja, so ein alter Typ. Und dann kommt der Sohn oder kleine andere Hobbit. Der andere. Sind die verwandt? Ja, das ist irgendwie der Neffe oder so ist das, glaube ich. Ja, irgend sowas. Oder der Enkel oder so. Oder? Ja, so ist ich glaube, die sind verwandt. Frodo heißt der jedenfalls. Frodo, ja. Frodo Beutling. Ja. Und der hat dann, da kommt so ein Star in das, wie heißt das Star. Dorf? Da ist so, die wohnen in so einem Dorf unter so Hügeln mit so runden Türen. Ah, du, die Teletubbies meinst du? Ja, genau, die Teletubbies. Und dann kommt so ein Zauberer, wie heißt so ein der? Zauberer. Gandalf. Gandalf. Gandalf kommt mit so einem langen grauen Bart oder weiß? Grau. Ja, Gandalf der Bart. Graue heißt der, glaube ich. Ja. Hey, ich weiß voll viel. Nice. Und Gandalf kommt und Gandalf ist so voll beliebt und alle finden ihn total toll. Ja. Und dann kommt Frodo und setzt sich bei ihm auf die... Also Gandalf ist so der Luke Mockridge, der hiesigen Hobbit-Szene sozusagen. Genau. Und dann kommt Frodo zu ihm und Gandalf sagt so, hey, ich habe voll die wichtige Aufgabe für dich. Ja, nice. Du musst diesen Ring hier verbrennen. Woher hatte Gandalf den Ring denn? Den hat er gefunden. Wo hat er den gefunden? Weiß ich nicht, auf dem Boden. Auf dem Boden, ja. Ja, ja, er lag klar. Bei ihm, er hat Staub gesaugt und dann lag er da. Und dann hat er den Ring und dann merkte er plötzlich, dass er total machthungrig wurde, als er den Ring angenommen hat. Ja, und dann ist ja, er zu ja. Frodo gegangen und hat gesagt, Frodo, du bist so klein, du bist bestimmt nicht machthungrig. Hier ist der Ring, ja. Nimm ihn dir. Ja. Und du musst den unbedingt verbrennen im Auge des Feuers. Ja, das Feuerauge, klar. Das Feuerauge, das brennende, so ein Vulkanauge. Ja, so ein Vulkan mit so einem Auge drüber. Genau. Smord. Ja. Smordor. Smordor, man kennt das. Ich weiß, aber wo ist das? Ist das nebenan? Also hier in ist dieses Mordor. Teletubby. Smordor in Mordor. Also ist dieses Teletubby-Land, die wo die Hobbits Reise. Leben? Nee, die müssen dann richtig auf eine Reise gehen. Die müssen aus diesem Hobbitland raus und durch so einen Wald mit sprechenden Bäumen. Ja, genau. Und das sind mit Freunden. Er geht mit Pipin, den fand ich am süßesten. Ah. Und ich habe mal seine Hand geschüttelt in echt. Ulala, von dem echten Pipin. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Billy irgendwas. Joel. Mhm. Sean Astin und Mary Poppins. Die gehen zusammen durch diese sprechenden Bäume und dann auf den Bäumen auch ein bisschen. Und dann auf den Bäumen auch ein bisschen. Und ich weiß, sie fliegen nicht auf Adlern. Und es wäre einfacher gewesen, auf Adlern zu fliegen. Passiert, aber sie haben es nicht passiert getan. Was mit den Bäumen so die noch? Bäume, die wollen, die bringen die dahin. Die, ja gut, die gehen. So per Anhalter die können quasi. Reden und gehen. Und dann so per Anhalter so kommen, per Anhalter euch. Durch den Wald. Ja, ja, ja. Als die Hobbits den Wald verließen. Genau, und die ganze Zeit ist dieser Ring immer so da und immer mal wieder kommen Gegner, gegen die sie irgendwie kämpfen müssen. Ja, klar. Und immer wenn er den Ring ansetzt, dann wird er unsichtbar und dann kann er voll gut kämpfen, aber dann wird er auch viel verrückter, dann wird er so ein bisschen schizophren. Ja, ja, genau. Und dann... Und also irgendwann kommt Hidalgo, der Typ, der Viggo Mortensen, der sah gut aus. Der kam im zweiten Teil, glaube ich, an so einem Wald.
Ja. Und dann hat er da irgendwas ist viel gemacht. Wald auf dem Weg. Das war so ein Love Interest. Ja. Für die Zuschauerinnen. Ja. Und dann sind sie dahin, weiter geritten und weiter gekämpft und so. Und er hat halt immer mit sich gehadert, ob er diesen Ring und doch nicht. Und dann sind sie in so eine Höhle gegangen. Und Da ist Gollum. Oh. Gollum hat auch zwei Namen. Er heißt einerseits Smeagol und andererseits heißt er Gollum. Oha. Und den Schauspieler von Smeagol habe ich auch mal getroffen. Der war auch nett. Das war alles auf einer Convention. ich laufe nicht zufälligerweise diesen Leuten. Herr der Ringe Convention. Ringcon in Bonn. Auf jeden Fall, ja, wo ich hingegangen bin, ohne Herr der Ringe geguckt. Das macht Sinn. Geil. Jedenfalls ist Smeagol, glaube ich, der in echt und dann aber wird der auch so schizophren, ich glaube auch wegen des Rings. Wie hat er auch so seinen eigenen Ring oder so? Was heißt wegen des Rings? Frodo hat den Ring. Ja, Frodo hat den Ring, aber ich glaube Smeagol hat auch einen Ring. Oder es ist der gleiche Ring und der hat den Frodo geklaut oder so. Also haben die beide Ring oder tauschen die so? Was ist jetzt so der Deal? Ich glaube, es ist der gleiche Ring, weil ich glaube, das heißt der eine Ring und dann muss es ein Ring sein. Warum tauschen die dann? Warum behält den nicht Frodo einer? Hat den verloren. Frodo hat, Smeagol hat den gefunden. Ah. Und es war ursprünglich auch Smeagols Ring und dann ist der irgendwie bei Gandalf im Haus gelandet. Und Smeagol ist so, oh, mein Schatz ist wieder da. Und mein Schatz, sagt er dann so ganz komisch. Und das ist Gollum. Also wenn der den Ring hat, dann ist das Gollum. Und der ist total vernarrt in den Schatz und ist so ein unterirdisches Monster-Tier. Aber dann sind die ja voll gegeneinander. Also Smeagol will den Ring und genau, Frodo will den Ring auch wieder haben. Warum laufen sie denn dann zusammen? Diese mussten durch die Höhle durch von Smeagol, um weiterzukommen Richtung Feuerauge. Ja, dann sind sie aus der Höhle raus. Was passiert dann? Und dann hat Frodo überlegt, ob er den Ring noch mitnehmen soll, weil er hadert so damit, weil das der Ring ihn so verrückt macht. Ja. Und dann hat er den Smeagol wieder weggenommen, den Ring. Ja, okay. Haben die gekämpft. Ja. Und dann sind sie weitergegangen und Frodo wurde immer schwächer. Und dann hat sein bester Freund ihn getragen, Sam, und hat gesagt, ich bin für dich da. Okay. Und dann haben sie es geschafft und dann waren sie irgendwann da in diesem Vulkan. Was passiert? Smeagol bleibt in der Höhle? Ja, Smeagol kann nicht aus der Höhle raus. Der ist ein bisschen kann auch nicht ans dark Tageslicht. Und so. Ja, genau. Ja. Und dann sind sie bei dem Vulkan und dann kämpfen sie gegen den, der sieht so, das ist so ähnlich wie Gandalf, aber in böse. Genau. Böser der, Gandalf. Der andere Zauberer. Der Weiße. Ja, Weiße. Wie heißt dieser andere Zauberer? Wie heißt der nochmal? Saruman oder so. Ja, hey. Oder Sauron? Ja, beides. Okay. Ja, beides. Das eine ist der Vorname, das andere der Nachname. Saruman, Sauron. So gut kenne ich es auch nicht. Sauron, Saruman. Sie kämpfen gegen ihn. Und ich glaube, Gandalf kommt dann auch wieder. Und dann kämpfen die gegenseitig und dann fallen die in den Vulkan rein. Oha. Und sterben auch. Wer alles? Alle. Und Gandalf und Saruman. Ah, ja. Oder Sauron. Der Weiße. Ja? Und Frodo schmeißt dann den Ring in das Feuer. Also in dem finalen Kampf. So, ja. Frodo schmeißt den Ring runter. Ja. Oh, und ich habe vergessen, es gibt noch Orlando Bloom. Das ist ein Elf oder ein Elbe. Und der kann gut schießen und ist ganz alt und eitel. Und, Was haben denn die Elben jetzt auf einmal damit zu tun? Die leben einfach im Wald. Die sind die leben im Wald. Ja, die haben denen ein bisschen geholfen. Und es gibt auch Zwerge, die sind auch unwichtig. Und Orks, die sind auch unwichtig. Und die kämpfen einfach immer nur. Das sind so wie bei Dungeons and Dragons. Die sind nur da, um halt zu kämpfen, aber sind nicht so die Endgegner. Es sind nur so. Ja, letztendlich schon. Ganz am Ende träumt Frodo irgendwas. Und das ist dann ganz abgespaced. Und dann träumt er von irgendeiner heilen Welt oder so. Und dann ist es zu Ende. Okay, es endet mit Frodos Traum. Ja, hast du noch Fragen? Habe ich alles erklärt? Im Prinzip hast du alles ziemlich gut erklärt. Yeah! Das ist ein perfektionistischer Ansatz. Also so die ganz grobe Story kann man gelten lassen. Gut, es gibt noch ein paar Elben natürlich, die halt auch irgendwie eine gewisse Macht haben und in dem ganzen Ding mitspielen. Ja. Es sind ja mehr Gefährten. Es sind ja nicht nur die Hobbits, die auf dem Weg gehen. Es sind ja so ein Zwerg, ein Elbe, so diverse andere. Ja. Die schließen sich alle zusammen und der Ring ist eigentlich, hast du eigentlich ganz gut gesagt, ursprünglich hatte den Bilbo, der Ältere, mal gefunden. Ah. Und dann war das so sein Schatz ziemlich lange Zeit. Oh. Nein, aber die Hauptstory ist letzten Endes, der Ring ist natürlich die gemeine Kraft, die böse, und die muss vernichtet werden und Frodo wird damit beauftragt und dann sucht er sich halt so ein paar Gefährten und alle kommen und sagen, ich unterstütze dich, du schaffst es, diesen Ring zu tragen, ohne besessen zu werden. Mhm. Sie laufen durch dieses ewige Gebiet durch. Der Kampf zwischen Smeagol und Frodo ist ein bisschen krasser, weil die wollen, Smeagol will den Ring halt für sich haben, diese mein Schatz. Mhm. Er will den unbedingt besitzen und unbedingt immer diese Macht haben und so. Eigentlich hängt er total dran. Das Ziel ist eigentlich, ihm den nicht zu geben, aber er kennt halt auch den Weg. Sie müssen ihn so ein bisschen... Deswegen sie müssen ihn so ein bisschen bei sich haben und so weiter.
Und dann letzten Endes schaffen sie es und es gibt diesen, das Auge ist das Turm von dem Bösen, das ist oben auf dem Turm und der sieht so alles durch dieses Auge. Sauron. Das hat nichts mit dem Vulkan zu tun. Der Vulkan ist, wo am Ende der Ring reingeworfen wird und da ist dann wirklich nur noch Frodo und Sméagol. So im finalen Kampf. Ich dachte, Gandalf fällt da rein, okay. Da ist erstmal, Gandalf kämpft an anderer Stelle mit Drachen und so Späßen. Okay. Drachen vor allen Dingen. Nein, also letzten Endes der finale Kampf war, am Ende fällt der Ring natürlich runter und so. Und ja, Frodo wird gerettet, bla. Adler kommen, bringen sie zurück nach Hause. Fertig. Ah, also fliegen sie doch auf den Adlern. Zurück. Nachdem alles passiert ist. Und der große Plot, warum alle Leute immer verarschen, ist, wieso fliegen die Adler nicht von Anfang an vom Hobbitland rüber, schmeißen den Ring da rein. Gut, dass ich das mit drin hatte. Wenn sie das am Ende doch eh können. Ja, ja. Das ist ein bisschen der große Plot. Aber das ist wirklich, ehrlich gesagt, das hört sich echt 1:1 wie eine Dungeons and Dragons Kampagne an. Ist es auch. Das ist nur so, hier, ihr seid die Helden, ihr habt den Arbeit, ihr kriegt den Auftrag, warum, keine Ahnung, ihr seid so halt minimal, die, die den Auftrag kriegen. Los geht's, alle unterstützen euch, manchmal geht's schief, manchmal nicht, am Ende gewinnt ihr und am Ende merkt ihr, dass es eigentlich total unsinnig war und ihr hättet es gar nicht selber machen müssen. Ja, auf jeden Fall. Cool. Okay, ja, das ist interessant. Das haben wir jetzt gemacht einmal. Falls ihr es gerne nochmal mit Findet Nemo und Matrix hören würdet oder mit anderen Filmen, ihr könnt uns auch andere Filmvorschläge geben, macht das gerne. Aber jetzt sind wir in unserer Einwort-mäßigen Einwort-Story. Schwedische Frauen singen immer zu den Vögeln hinauf. Weil sie sich mit den Vögeln verständigen können. Die Vögel verstehen immer nix. Aber die Frauen denken, dass die Vögel sie immer verstehen. In Oslo gibt es, gibt, gibt ein Mann einem anderen Mann einen Gesangsunterricht, damit der Mann auch mit den Vögeln singen kann. Die Frauen sind am Montag nach Oslo gekommen, um den Gesangsunterricht zu nehmen. Alle sind nun am Rathaus und singen. Was? Singen zu den Vögeln. Elfriede heißt der Mann. Alter, der Vogel. Okay. Elfriede heißt der Mann. Hallo, wir sind ein bisschen genderneutral. Ja, Elfriede heißt der Mann, der sich nun auch als Gesangslehrer versteht. Denn nun kann er so gut singen, dass die Vögel ihn verstehen. Oha. Plötzlich fiel ein Ast auf eine Vogelmutter und riss ihr Schnabel ab. Oh nein. Alle Vögel schrien in größter Panik auf. Elfriede sah den Vorfall und eilte ganz schnell zu Hilfe. Er konnte den Schnabel wieder retten, indem er eine Kerze anzündete und einen Kerzenwachstropfen auf den Schnabel tropfte. Allerdings war der Zaubertrick das eigentliche Kunststück. Das mit dem Wachs und so, das war eigentlich nicht so Show. Das war nicht so wichtig, aber er konnte ja auch zaubern. Aber zur Show musste er noch ein bisschen wachsen, damit die Leute nicht wissen, dass er zaubern kann. Genau, die Leute sollen es nicht wissen. Dann macht er, hier guck mal, ich nehme so eine Kerze, ein bisschen Wachs, dann nimmst du den Schnabel hier, tunkst ein bisschen Wachs drüber und fertig an den Vogel, so fertig. Ja. In Wirklichkeit hat er aber gezaubert. Ist gezaubert dabei, genau. Und Elfriedes Zaubertrick war folgendes. Er sprach Hula Luli Mamu Memu. Und schon war der Vogel wieder gesund. Der Vogel war überglücklich und
bedankte sich bei Elfriede und sang das schönste Lied, das je gehört wurde. Alle Chormitglieder sangen auch mit, weil der Zaubertrick alle dazu beflügelt hatte. Noch nicht so viel passiert, ne? Obwohl, naja, es ist ein Ast runtergefallen. Vogel ist vom Himmel, Schnabel ab, Zaubertrick. Ja. Eine Chorgruppe fährt nach Schweden, nach Oslo, nimmt Gesangsunterricht. Ja, okay, ist doch schon einiges passiert. Cool. Haben wir noch ein biges Finale? Ja, aber sicher. Okay. Auf. Bam, 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 bam. Dem Rathausplatz begab sich ein furchtbares Ereignis, als der Vogel plötzlich wieder zum Leben erwachte. Plötzlich stach ein Blitz aus dem Boden und Himmel und den Chormitgliedern und er stach plötzlich überall so ein Blitz. When magic gone wrong. Und niemand vermochte, den Blitz aufzuhalten. Also sammelte Elfriede alle seine Macht, um die Tragödie zu verhindern. Er sprach den mächtigsten Spruch seines Lebens. Dieser hieß, lautete Alachem Shin Damaskus. Damaskus! Ja, es passierte wenig. Deshalb musste ein weiterer Magier dazu geholt werden. Der beste Magier war Karl. Karl konnte Schwedisch. Durch seine Zauberkraft brachte er es zu Ende. Danach verliebten sich Karl und Elfriede und der Rest der Bande in sich selbst. Bis wir eine neue Geschichte haben, ist dies das Beste, was wir jemals gemacht haben. Herzlichen Glückwunsch oder Dank. Muss ich entscheiden. Herzlichen Beistand für die Leiden. Okay. Cool. Gute Geschichte. Interessante Story. It was fun. Also es fing an mit einem Frauenchor. Ja, ich habe immer wieder versucht, es reinzubringen, aber du hattest immer die bestimmten Artikel und du hast immer der gesagt. Ja, nachrichtig. Selbst nice. Die Magierin, die ich dachte, kommt noch rein, war auch dann der Magier. Wow. Okay, es wird also eine Männergeschichte. Und Elfriede war auch ein Mann. Der Frauenchor oder der weibliche Vogel. Der weibliche Vogel. Toll. Es gibt Mittel und härtere Mittel, aber keine Wege. Wege sind aus. Ja. Alle Mittel führen nach Rom. Sorry. Wir haben, was, nochmal kurz die Timeline rekapitulieren. Also es gibt gar keinen Grund, warum der Chor nach Oslo gefahren ist, oder? Die wollten da am Rathaus singen. Ja, die wollten einfach so. Ja, das war ja ein schwedischer Chor. Die wollten, das war eine große Ehre im Rathaus. Die wurden also gebucht, letzten Endes. Ja. Und der Mann, der Gesangsunterricht genommen hat, ist inzwischen so gut geworden, Elfriede. Dass er glaubte. Dass er wirklich der Einzige ist, der wirklich mit Vögeln singen kann. Genau. Weil die haben es ja nur geglaubt, die schwedischen Frauen. Ja, richtig. Und dann passiert diese Tragödie, dass ein Ast auf den Schnabel von einem Vogel fällt und den Vogel vom Himmel reißt. Dann finden wir heraus, dass er Magie kann und dann macht auch Sinn, dass er mit Vögeln singen kann. Ja, tatsächlich. Ja, das macht, und auch, dass er so gut singen kann. Ja, er hat halt einfach Magie. Er hat Magie. Ja. Und er kann Magie. Ziemlich nice. Nicer Dude. Ja, und richtig dann cool. Kam aber doch noch Karl, weil ganz so gut war die Magie dann auch nicht, weil er halt nicht so gut Schwedisch kann. Und das waren schwedische Blitze. Und schwedische Vögel. Ja, und die Blitze kamen ja aus schwedischem Land.
schwedischem Himmel und schwedischen Chormitgliedern. Und deswegen konnte nur ein schwedischer Zauberspruch das wieder beenden. Und auch die Magie von Elfriede hat aber immerhin gereicht, obwohl er nicht schwedisch kann, einen schwedischen Vogel zu heilen. Ja, das war ja auch nicht so ein das krasser so, Zauber ja, wie diese so Blitze. Ja. Das war halt nur so... Ja, Tierheilung ist nicht so krass. Das war ja auch so, die Blitze waren ja auch richtig so, das waren ja so schwarze Blitze. Das war so... Wow. Das war halt eindeutig Zauberkraft. Ja. Der Vogel, Blitze. Das war halt Natur und so. Das ziemlich krass. Ja. War oh, heftig. Nice. War ganz schön heftig. Woher kommen die? Gibt es so einen schwarzen Zauberer dann? Antizauberer? Vielleicht der Erzfeind von Black Karl? Magic. Heißt der so? Ja. Black Magic. Das ist ein Pferd. Ein schwedisches Pferd? Ja, Black Magic. Black Magic. Und Karl, die Erzfeinde. Da könnte man ein Spin-off. Oder ja. Eigentlich ist es ja die Hauptstory, so ähnlich wie bei Harry Potter. Ich finde auch, wir können einfach deine Harry Potter-Sache als eine neue Geschichte schreiben. Ja. Okay. Schreibt ihr uns unter dem Hashtag man ficke sich in der Nordsee einen Filmvorschlag. Ja, und wenn wir den Film überhaupt nicht kennen, dann denken wir uns halt irgendwas aus. Und wenn einer von uns den ein bisschen kennt, dann können wir das so machen wie heute. Ja, genau. Also schreibt uns alle eure Filmvorschläge. Martin, du hast nachgelassen. Wir brauchen dich wieder. Wir haben keinen Kommentar mehr gehört jetzt von dir. Okay, also schreibt uns einen Filmvorschlag. Wen wollen wir heute noch outshouten? Tati schauten wir immer out. Schauten out, schaut. Sie hat, glaube ich, auch alles gehört. Shoutouts an Tati. Hi Tati. Und schreibt ich uns hoffe, Jan hat das jetzt endlich mal gehört. Ja. @fick die Nordsee oder Hashtag man ficke sich in der Nordsee. Also. Ah, kurzes Update. Meine Mutter hat inzwischen den Podcast gefunden. Grüße an Mariams Mom. Grüße an meine Mama. Hi. Also, schreibt uns Themenvorschläge und jetzt auch einen Filmvorschlag oder mehrere Filmvorschläge, die wir erklären sollen mit unserem großartigen Filmwissen. Und dann machen wir das in der nächsten Folge. Oder ihr schreibt auf Twitter, das sollten wir noch sagen, das ist nur auf Twitter, @fickdienordsee. Und ansonsten Hashtag man ficke sich in der Nordsee. Ja, wir haben vielleicht irgendwann mal dann auch eine Facebook-Seite, wenn Luke da Bock drauf hat. Vielleicht irgendwann mal beim 10. Podcast. Yeah! Das ist Nummer 9. Oder vielleicht so, wenn wir irgendwie so 20 Abonnenten haben. Oder? Oder meinetwegen 10. Jeder fängt mal klein an. Das macht ihr da draußen auch, indem ihr uns die Vorschläge schickt. Indem ihr Babys seid. Und zeugt dann später. Dann fangt ihr auch eigentlich klein an. Dann fangt mit ihr mit einem kleinen Menschen. Etwas Kleines an. Ihr habt den kleinen Menschen gemacht und dann wird der größer, hoffentlich. Okay, ciao und bis baldigst. Fickt euch in der Nordsee. Und kauft genügend Bilder. Von Einhörnern. Oh. Nicht von anderen Dingen, nur von Einhörnern. Biberbabys? Keine Biberbabys, nur Bilder von Einhörnern. Auch mit den Biberbabys. Nur Einhornbilder.